durch die Gegend geschossen. Was haben wir da? Megans Schoolfoto. Oh, noch mehr Farbe. Twinkle, twinkle. Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu. Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Ja, wir sind kurz vorm Boss. Oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, nein, ich bin mir sicher. Ja, wir sind gerade eben mit dem. Okay, langer Gang. Ja, ist hinter uns. Wow, das war ein Lag. Tür. Karte. Sehr schön. Das funktioniert auch schon mal. Nein, wir sind. Letzte Folge haben wir festgestellt, dass Kannibalen anscheinend auch durch Dings laufen können. Jetzt öffnen wir mal eben die Tür. Boah. Ich glaube, das Feuer kann ich wegstecken. Ach, das ist der rote Gang, der auf dem Bild war. Okay. Der ist wirklich überall rot. Faszinierend. Oh, Akkuschrauber. Wahrscheinlich sollen wir da hochgehen. Okay, das kann ich nicht kaputt machen, aber. Aber ich kann mich rot anmalen. Geil. Okay. Einfach mal mit roter Farbe einschmieren. Keiner weiß, was das für eine Farbe ist, wo sie herkommt, aber erstmal damit einschmieren. Oh, ich dachte gerade, hier geht's runter. So, was ist hier? Pillen? Knochen? Oh, wir können keine Knochen mehr tragen. Auch keine Uhren. Okay, das heißt, wir sind wieder voll equipped. Die kann man anscheinend durchrennen. Okay, die Gänge sind irgendwie alle rot angeschmiert. Außer der Gang. Oh. Kann man da durchgucken? Irgendwie sieht das komisch aus. Wo bin ich? Achso. Ja, okay. Ja, Strom läuft. Oh. Faszinierend. Erstmal alles hier durch die Gegend geschossen. Was haben wir da? Megans Schoolfoto. Oh, noch mehr Farbe. Also die Dinger fliegen in die Luft, wenn man auf sie draufhaut. Und sie können sich durch Türen backen. Oh, Stoff. Das macht Freude. Das macht auf jeden Fall Freude. Das wusste ich vorher auch nicht. Interessant, also. Hier Stoff. Lol, hier liegt einfach mal so ein verdammter Roboter rum. Weißt du, wir basteln da irgendwie einen Roboter zusammen. Und da liegt einfach einer rum. Was ist das hier? Mikey Tell Lies. Okay. Ein Messer, ein paar Papiere. Die kann er natürlich nicht aufheben, die Papiere. Und eine Schüssel. Wahrscheinlich für Müsli. Schraubenschlüssel. Alles da. Alles da. Was? Oh, hier, guck mal. Da ist noch mehr Stoff. Mhm. Okay, hier ist nichts. Zumindest noch nicht. Was ist das denn? Ja klar, Periodentabelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die korrekt ist, aber wird sie wohl sein. Ground. Also hier, in dem Teil, was immer das hier auch gerade ist, ne? Ist schon mal ein Foto von diesem ein Mutantenviech. Interessant. Ja.
So, hier haben wir noch Platinen. Die brauchen wir alle nicht. Okay. Da kann ich mich einfach hinsetzen. Faszinierend. Ich kann einfach Ausdauer tanken. Oh, Snackautomaten. Ja, klar, die Mikrowelle geht nicht. Ich will gar nicht wissen, wie alt das Essen hier ist. Und was es ist. Aber ich esse es einfach mal. Und warum ich es nicht in die Mikrowelle stecken kann, ist auch ein Wunder. Warum hängen diese Zettel eigentlich überall random hier rum? Da. Was ist das? Kaffee? Okay. Als ob das Bedienungsanleitungen wären für die Dings. So, was können wir hier machen? Fun Drink. Bringt mir gar nichts. Ich kann sie nämlich nicht aufheben. Aber ich kann ganz viele davon kaufen. Weil ich ja jetzt reich bin. Ich habe, wo ist mein Geld? Da. Fast 400 Euro. So nach, Dollar. Ob man die Dinger auch leer kaufen kann? Nee, sieht nicht so aus. Oh, doch. Ich kann nichts mehr kaufen. Warte mal. Vielleicht, wenn ich sie auf den Boden schmeiße. Tatsache. Witzig. Oh, Kleingeld. Ja. Und Alkohol steht hier rum. So, sonst noch irgendwas? Ja, ein Regenbogen. Ein Regenbogen. Ja, guck mal, das ist noch so ein Viech, oder? Da ist noch Geld und Alkohol. Das ist auch irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Geld in der Couch. Ist das eine Spiegelung von dem Raum? Nee, okay. Aber da kommen wir auch, glaube ich, nicht hin. Da hängt noch so eine Tafel. Oh, die zeigt sogar, wo wir sind. Oh, wir sind unter dem Berg. Guckt euch mal die Tafel an. Da oben, das soll der Berg sein. Da unten, wo das rote Ding ist, sind wahrscheinlich wir. Und das, was links und rechts lang geht, das ist wahrscheinlich das Höhlensystem. Interessant. Okay, offensichtlich müssen wir da hoch. Weg mit dir! What? Der fliegt auf... Oh, dieses nervige... Richtig nervig. So, gut, dann geht's hier oben weiter. Anscheinend. Hi. Balloon Boy. Hi, hello. Zum Glück ist die Stimmung hier gar nicht bedrückend in diesen engen Gängen. Okay, kann ich dran vorbei? Kann ich da gucken, was hier ist? Hier ist nichts mehr. Nein, hier ist nichts mehr. Oh, und da ist Blut. Okay. Oh, okay. Ein Artefakt haben sie gefunden. Natürlich, es hat immer mit dem Artefakt zu tun. Ich sag nur Dead Space. Ich sag nur Dead Space. Irgendwelche verrückten Wissenschaftler bestimmt. Warum sieht das hier so aus? Was ist das? Ach so, ich verstehe. Das ist eine Kinderstation. Da hätte ich eine Barbie. Blumen, Regenbogen. Und so welche Dinger hier. Kann ich nicht so einen Roboter einfach mal mitnehmen? Nee. Oh. Ich höre Babys. Oh. Ach so, warte, wir können das anders machen. Kannst du mal aufhören? So, die Pfeile können wir wieder einsammeln. Ey, das ist echt eine Kinderstation, ne? Okay, da geht's weiter. Dann gehen wir mal eben auf der anderen Seite durch. Okay.
Das ist creepy. So vier Personen stehen einfach mal hier. Kann ich die umkippen? Ja. So vier Personen stehen da einfach mal um eine Person rum, die da liegt. Okay. Da sind Kannibalen drin. Hier offenkundig. Oh, danke für das Angebot. Aber ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Die sind aber auch. Also, okay, die sind. Auf denen kann ich rumlaufen. Das heißt, sie sind fest implementiert. Am Boden. Oh mein Gott. Okay, du bist auch tot. Anscheinend. Aber da ist irgendwas nicht tot. Okay, den werde ich besiegen. Mit Ressourcen sparen. Ressourcen sparen, besiegen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Hey Bro, magst du mal herkommen? Was geht ab, Bro? Kommst du her? Ja. Natürlich. Ist das dein Ernst? Jetzt geht diese verfluchte Sprenkelanlage. Ja, alles klar. Und hier geht die Sprenkelanlage nicht an. Ey, magst du mal herkommen? Würde mir echt stinken. So. Ich denke, so besiegen wir ihn ressourcensparend. Oh, guck mal, der ist schon tot. Interessant. Wir machen mal trotzdem eben vorsichtshalber nochmal ein. So. Ne, das nicht. Nur mal das hier. Okay, jetzt können wir nochmal den Gang angucken. Die sind nämlich anscheinend zusammenführend. Guck mal, hier liegt mir noch Stoff rum. Aber es sind nur männlich. Oh, hier ist noch so ein Baby, ne? Es sind aber irgendwie nur männliche Kannibalen, die hier sind. Da waren die Babys. Okay, das könnte theoretisch ein weiblicher Kannibal sein. Es könnte theoretisch auch einer sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber der Rest hier, das sind männliche. Okay, das könnte auch ein. Okay, das ist ein bisschen pervers, ne? Das ist ein weiblicher Kannibal. Das ist tatsächlich einer, das sieht man an den, ja. Und guck, seht ihr, wie der liegt. Oh, jetzt kann man auch mal gucken. Die haben voll die spitzen Fußnägel, ey. Und auch voll die Krallen an den Händen. Ist ja ein bisschen widerlich. Da hätte man sich auch mal die Finger stutzen können. Die Fingernägel. Oh, guck mal, der ist hier drin, ey. Boah. Lebt das? Ist das ein Mund? Oh, das sind irgendwelche Experimente wahrscheinlich, die sie mit Menschen gemacht haben. Observation. Achso, da unten steht auch rechts Observationsraum. Okay. Oh. Da ist alles voller Babys.
Okay, was war das? Da unten leuchtet irgendwas lila. Komme ich aber gerade nicht hin. Okay, Wachsmaler von Megan. Oder Stifte, irgendwie sowas in der Art. Ich höre irgendwie Musik. Oh, die sehen aus wie die Blumen von. So ein bisschen wie die Blumen von Dings, die Julie für uns gemalt hat. Was ist hier los? Okay. Ein Pillenunternehmen ist das hier. Wir müssen mal irgendwas essen. Irgendwas trinken. Das ist ein Pillenunternehmen. Lol, das Ding ist 6 Jahre alt. Oh. Die haben die Viecher gezüchtet. Aber das ist das Ding, was wir auf dem Dings gesehen haben. Oh, die Topfplatte, ja, die kein Wunder, die wurde schon Jahre nicht gegossen wahrscheinlich, wie das hier aussieht. Okay, das heißt, die Mutanten, die wurden in Wirklichkeit gezüchtet. Interessant. Ich würd ja gerne nochmal das eine Teil sehen. Ich mag die Einrichtung kaputt, aber es funktioniert trotzdem. Ich würde gerne nochmal die Viecher sehen, weil das eine ist 6 Jahre alt und beim anderen würde ich nochmal gerne sehen, was ist. Dr. Matthew. Okay, das ist 12 Jahre alt. Subjekt 37B5. Da stehen sogar Namen, das Ding heißt Armsy. Ja, kein Wunder, hat ja auch wieder Arme. Und der ist 6. Okay, wie heißt das andere? Dann nochmal eben kurz gucken, wie das andere heißt. Freunde, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Das interessiert mich jetzt nur mal. Weil das Ding habe ich mir noch nie angeguckt. Das kenne ich auch so gar nicht. Vor allem, was ich nicht kenne, ist, dass ich hier mitten im Strahl drin stehe und ich hier keinen Schatten drauf werfe. Aber gut, das ist eine andere Sache. Virginia. Okay. Dann wissen wir jetzt, dass das eine Viech Virginia heißt und das andere heißt Armsy. Interessant. Ja, das ist das gleiche wieder. Habe ich schon gesehen. So, da haben wir lauter Akten. Überall steht drauf Experiment 27b. Notizen. Okay, können wir aber noch nicht runterholen. Auch 27b Notizen. Ja. Okay, dann halt, das heißt, sie haben die Viecher hier in Wirklichkeit gezüchtet. Ah, Bro. Oh, Bro. Boah, bist du hässlich. Na, hast du einen KI-Bug? Läufst gegen eine Wand? Gut, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Okay. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber gut. Mal im Schluck trinken. Da können wir noch mal was essen. Wir werden ja hier mit allem versorgt. HDMI. Okay.
Was geht ab? Cheater! Wow, hat er sie gerade weggeportet? Der hat sich gerade einfach weggeportet. Okay, ich bin der Meinung, du bist tot. Der da oben gerade hängt. Wow. Oh, wow. Ich dachte gerade, hier sind noch irgendwelche Viecher. Da sind einfach mal 20 Tote drin oder so. Da hinten liegt auch noch irgendwo einer. Sieht aus wie ein Konferenzraum da hinten. Ja, und er hat sich irgendwie erhangen an der Decke. Puh. Harter Tobak. Naja, klar, und hier sind die Babys wieder. Okay, das ist ein Stück Stein. Junge, das eine hat einfach mal ein Ding von der Rüstung abgezogen. Ist ja mal gar nicht frech. Ist ja mal gar nicht frech. Oh, hier liegt noch eins. Okay. Oh, schon. Okay, langsam wird es ein bisschen nervig. Ich wollte eigentlich nur mal schnell mit der Taschenlampe gucken. Du bist nicht die Taschenlampe. Du bist die Taschenlampe. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum du. Dankeschön. So, okay, es ist einfach nur ein Felsklotz. Interessant, da ist noch Stoff. Oh, nee, Alkohol kann nicht gesammelt werden. Okay, wo geht's denn hier weiter? Ah, da geht's weiter. Okay. Interessant. Kann ich da noch reingehen? Ah ja, hier, guck mal, in den Brutkästen haben sie die Viecher gezüchtet. Eklig. Ja, okay. Second Artifact. Okay, zum zweiten Artifact. Oh, guck mal. Den Bro kennen wir. Den Bro kennen wir. Oh, hier ist noch mehr rote Farbe. We believe. Okay, und tschüss. Du hast uns irgendwie im Flugzeug sitzen lassen und unseren Sohn entführt. Kann das sein? Okay. Megan Cross. Ein Einhorn. Okay, da kommen wir auch noch nicht durch. Ich will jetzt aber eigentlich mal wieder hier, machen wir so. So. Oh. Timmy! Was für eine Überraschung. Es ist Timmy. Wir haben Timmy gefunden. So, das Spiel ist vorbei. Danke fürs Zugucken. Das war der Endboss. Also jetzt haben wir ihn gefunden. Nein, das ist er noch nicht.
Ich glaube, er ist tot. So, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Alles klar, das war's. Ich danke fürs Zugucken. Rechts findet ihr noch das letzte Video von The Forest und links wird euch im Video vorgeschlagen, was euch vielleicht noch gefallen könnte. Macht's gut, bye bye.